Die Sensationsmeldung für heute brachten Professor Stefan Homburg und dann auch Dr. Bodo Schiffmann, die sich beide auf das Gleiche bezogen, wobei Dr. Schiffmann das auch noch anhand der Daten des Robert-Koch-Instituts, wo also quasi die Daten des Robert-Koch-Instituts also etwas völlig anderes aussagen würden, behauptet Dr. Schiffmann, als das, was offiziell verlautbart würde. Und Stefan Homburg behauptet also, der Lockdown ist erstens völlig unnötig und zweitens auch völlig wirkungslos. Also all die Schädigung der Bevölkerung wäre völlig erstens unnötig gewesen von Anfang an, vom ersten Tag an nicht nötig gewesen und dann auch noch hätte er keinerlei Wirkung hinterlassen. Ja, das schauen wir uns mal an. Also auch dann, er bezieht sich auch auf Euromomo, ja. Das heißt also hier, das muss man sich so vorstellen, hier Österreich, das war eine Wintersaison mit der normalen Übersterblichkeit. Ja. Im Winter sind die Menschen noch etwas immungeschwächter als sonst und so. Dann haben wir hier wahrscheinlich wieder eine Wintersituation. Besser sichtbar ist es mit den Wintersituationen wahrscheinlich. Hier haben wir, also hier. Ja, bei manchen Kurven ist es nicht so eindeutig. Und jetzt stellt man nur fest, ja, Schweden, wenn man sich Schweden anguckt, die schwedische Sterbekurve, dann sieht man, die haben ja deutlich weniger Maßnahmen gemacht, sind auch deutlich weniger durch unsere Panik infiziert worden. Und die ganze Welt hat zwar viele Schweden ein bisschen verunsichert, aber nicht so. Also man kann sagen, es ist nur ein Bruchteil der Schädigungen, die durch Panik alleine verursacht werden und durch Angstmache verursacht werden können, kann in Schweden sozusagen stattgefunden haben. Und jetzt stellt man Folgendes fest. Also in Schweden kaum Maßnahmen, kaum Freiheitseinschränkungen. Und hier wird hier so eingezeichnet, so eine Spitze. Nehmen wir mal an, die sei wirklich stimmend. Dann sieht man aber, dass die Spitze schon längst wieder beendet ist, dass es schon wieder zur Hälfte runter ist. Ja? Und jetzt gucken wir uns die Sterbezahlen hier an. Ja? In einem ganz normalen Grippewinter in Schweden. Ja? Diese Spitze ist nicht ganz so hoch wie diese Spitze. Ja? Das muss man sich klar machen, das ist so. Aber dafür sind viel über einen viel breiteren Zeitraum insgesamt mehr Menschen gestorben. Denn wenn diese Spitze hier jetzt auch genauso wieder runtergeht, ja, dann ist wahrscheinlich die Summe der verstorbenen Menschen geringer als das. Also wir müssten jetzt ja die Fläche berechnen unterhalb dieser Kurve sozusagen. Hier unterhalb dieser Wintersterblichkeit müssten wir die Fläche berechnen. Und dann müssten wir diese Kurve, wenn sie dann wirklich so weiterläuft, dass sie so spitz auch wieder runterläuft, dann haben wir jetzt eigentlich nur festgestellt, dass das Covid-Virus, das wurde ja schon immer gesagt, dass also dieses Virus sozusagen sehr schnell den Sprung von einem Menschen zum anderen findet, dadurch, dass Hochschießen sozusagen von den Sterbefällen und dann auch das schnelle wieder aussteigen, weil ja dann ganz schnell auch alle infiziert sind. Wir können jetzt also davon ausgehen, diese Kurve spricht dafür, dass Schweden durch ist und zwar ohne Maßnahmen oder praktisch mit minimalen Maßnahmen, also mit Schutz der Gefährdeten. Die gefährdeten Personen sind die mit Mehrfacherkrankungen und generell aufgrund ihres krankmachenden Lebensstils besonders immunschwachen Personen, ja, so, und das ist eigentlich, ja, und darauf bezieht sich ja auch Professor Homburg und Bodo Schiffmann teilweise, das wäre jetzt eigentlich wissenschaftlich gesehen, wenn diese Daten nicht gefälscht sind, wäre das ein Beweis dafür, dass die Gesamtsterblichkeit, die Gesamtwintersterblichkeit bei diesem Corona-Winter
in der Summe auf keinen Fall größer ist als zum Beispiel in diesem Grippewinter, wo wahrscheinlich kein Mensch auch nur mit einem Wort über irgendwas geklagt hat, sozusagen. Und jetzt die Idee sozusagen, also die Idee jetzt, diese Spitze zu verhindern, also sozusagen die Wintersterblichkeit aufzusparen, das hat sich noch nie bewährt, ja, weil wenn wir jetzt sozusagen hier zum Beispiel in Belgien, wenn wir diesen Berg hätten verhindern wollen, das hätte man sicherlich mit einem Shutdown machen können, so einen Berg, totalen Shutdown zu hätte man vielleicht verhindern können. Aber was ist, wenn die dann einfach im nächsten Jahr der Berg ein bisschen höher geworden wäre, weil die besonders gefährdeten Personen dann halt spätestens einen Winter später dann abgeräumt worden wären? Was die gesamte Wirtschaft eines Landes ruinieren und die ganze Weltranglistenposition eines Landes zu gefährden und zu riskieren, nur dafür, dass ein paar Monate, die länger leben, und das handelt sich ja meistens um schwer kranke Personen, für die das Leben teilweise sowieso noch nur noch ein Leiden ist, ja, und dann werden die halt vom nächsten Winter weggeräumt, ja. Also man hätte vielleicht auch diese Spitze hier in Österreich verhindern können, aber dann wäre dieser Berg im nächsten Jahr dann halt größer gewesen, aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Ja, und jetzt sieht man, also in Belgien habe ich nichts gehört, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass Belgien also schön knallharte Maßnahmen gemacht hat. Ja, aber warum haben die jetzt trotz der Maßnahmen dieselbe Spitze wie Schweden? Man hat nichts von Belgien gehört, dass die keine Maßnahmen machen würden. Ja, warum haben die jetzt die Spitze? Dann hört man von Frankreich, dass die doch knallharte Maßnahmen gemacht hätten. Und was ist da? Auch eine hohe Spitze, also dieselbe Spitze wie in Schweden. Also das heißt, das würde ja Professor Homburg und Dr. Bodo Schiffmann bestätigen, dass nämlich das Ganze überhaupt keinen Nutzen gebracht hat, sondern nur Schaden. Ja? Jetzt könnte man natürlich auch spekulieren, vielleicht kommt der Schaden erst durch die Maßnahmen. Vielleicht ist es ja so, denn Deutschland zum Beispiel weist darauf hin, ja, es kann ja sein, zum Beispiel Deutschland hat komischerweise diese Spitze nicht, ja. Könnte es sein, dass dabei andere Faktoren, unbekannte andere Faktoren wie Schlechtigkeit des Gesundheitssystems, noch schlechter als Deutschland, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, weil Deutschland gilt ja eigentlich laut der Spiegel-Statistik von vor einigen Jahrzehnten, galt es ja schon als das zweitschlechteste Gesundheitssystem der Welt, sozusagen das zweiteuerste und mit der zweitschlechtesten Lebenserwartung aller großen Industrienationen. Nur die USA war schlechter und teurer, ne? Mit der allerschlechtesten Lebenserwartung und dem teuersten Gesundheitssystem. Ja, das heißt also jetzt, diese Zahlen sind rätselhaft. Ne? Es wurde da an der Staatsstatistik, wurde da dem Statistischen Bundesamt Wiesbaden Druck gemacht oder was ist da los mit den Sterbestatistiken? Aber gehen wir mal davon aus, dass diesmal also sozusagen durch diesen knallharten Lockdown in Deutschland der Grippewinter, die normale Wintersterblichkeit aufgeschoben wurde, also jetzt für jetzt verhindert wurde. Aber woher kommen dann bei auch knallharten, also da müssen doch dann andere Faktoren gewesen sein. Hat man in Frankreich so viel Panik gemacht, dass durch die Panik jetzt diese Spitze entstanden ist oder so? Also es sind alles völlig ungeklärte Fragen. Nur das Rätselhafte ist hier, also hier eine riesige Spitze. Und Belgien wahrscheinlich Maßnahmen. Frankreich wahrscheinlich knallharte Maßnahmen. Dieselbe Spitze wie in Schweden. Kein Unterschied zu Schweden. Nur bei Deutschland hier ist ein Unterschied. Und Griechenland, ich weiß nicht, ob die knallharte Maßnahmen gemacht haben, aber die haben sowieso kaum Wintersterblichkeitsberge, weil die ja auch kaum einen Winter haben. Und da ist auch kein Berg zu sehen. Also wir haben diesmal wohl sowieso einen generellen milden Winter gehabt und also eine milde Wintersterblichkeit an sich. Ungarn, Irland, Italien, ja, da auch wieder. Aber diese Spitze unterscheidet sich doch Italien. Schauen wir das, vergleichen wir diese Spitze, die ja auch schon stark runtergeht, wieder mit Schweden, die fast nichts gemacht haben als an Maßnahmen. Also da ist kein großer Unterschied zu sehen, ja. Also und das, obwohl ja Italien sozusagen mit teilweise knallharten, wo ist es Italien, da teilweise mit knallharten
Maßnahmen dann eingestiegen ist nach kurzem, ja, das, trotzdem haben sie auch nicht eine viel höhere Spitze als jetzt Schweden, ja. Und ja, dann Niederlande, ich weiß nicht, wie es da mit den Maßnahmen ist, auch eine ähnliche Spitze wie Schweden, ne? Und Spanien, da hört man ja, das wäre ganz dramatisch gewesen, aber sieht auch nicht dramatischer aus als in Schweden ohne Maßnahmen. Ne? Ein bisschen höher vielleicht, aber das trotz den spanischen Maßnahmen, die ja dann relativ schnell eingehakt haben. Also die haben die Schweden haben eine niedrigere Spitze als die Spanier, die viele Maßnahmen gemacht haben. Und die Schweden haben eine niedrigere Spitze als Italien, die ganz viele Maßnahmen nach kurzem dann gemacht haben. Also man merkt, dass die Daten einfach verwirrend sind. Das spricht für ganz viele andere beteiligte Faktoren. Und das zeigt, dass letztendlich die Maßnahmen eigentlich gar nichts bedeuten, ja, und eigentlich völlig irrelevant als Faktor sind, ja. Und dann haben wir hier Schweiz, ja, wo ja auch wahrscheinlich viel Lockdown gemacht wurde, gehe ich mal von aus. Und das Gleiche wie Schweden, also völlig bedeutungslos, ob man Maßnahmen macht oder nicht, jedenfalls, ja. Und England genauso, da wird ja auch dramatisiert. Aber die englische Kurve ist nur minimal, also die schwedische ist sogar minimal tiefer als die englische Kurve, obwohl doch in England die gesamte Angstmache-Maschinerie ja angelaufen ist mit allen Verboten und Paniken und so weiter. Ja? Und ja, Schottland ähnlich, auch eine sehr hohe Spitze, aber ist schon längst wieder abgefallen, ja. Und ja, und es sieht doch so aus, dass egal, ob man Maßnahmen gemacht hat oder nicht, eigentlich alles vorbei ist, ja. Und jetzt könnte es nur passieren, dass Deutschland sozusagen, anstatt diese schnelle Spitze zuzulassen, die Schweden zuzugelassen hat, dass Deutschland jetzt eine Geschichte ohne Ende kriegt, aus Angst vor dieser Spitze, die Schweden einfach durchgemacht hat und die auch nicht mehr bedeutet, als dass in Schweden letztendlich nicht mehr gestorben sind, wie, ja, nochmal die schwedische Kurve, wo ist sie nochmal, hier. Ich wette, dass diese Fläche größer ist als diese Fläche, ja, und dass das also da sozusagen dadurch Schweden, man kann sagen, einfach nur genauso viele Leute ungefähr gestorben sind wie in diesem Grippewinter, ja, oder normalen Winterzeit, ja. Nur schneller hintereinander und so weiter. Und wenn Deutschland jetzt vielleicht aus Panik vor dieser kleinen Spitze sozusagen, die Spitze mit Gewalt tatsächlich verhindern konnte. Es kann natürlich auch sein, dass einfach in Deutschland das Wetter so milde war, dass es dieses Jahr gar keinen Grippewinter gegeben hat. Kann ja auch sein, ja, denn bei vielen anderen Ländern sind ja die Spitzen trotzdem da, trotz des totalen Shutdowns und so weiter, ja. Und ja, und jetzt kann es sein, dass wir aus Angst vor dieser kleinen Spitze sozusagen Gesamtdeutschland ruinieren, weil wir ja sagen, naja gut, die Spitze könnte ja jetzt wieder kommen. Wenn wir jetzt den Lockdown teilweise aufheben, könnte es ja wieder diesen Ansatz zur Spitze geben. Und das wollen wir ja aus irgendeinem Grunde unbedingt vermeiden. Und dann können wir damit Deutschland wahrscheinlich volkswirtschaftlich total ruinieren. Ne? Und dann wäre möglich. Ne? Also so viel zu Euromomo. Ja, ja. Und dann schauen wir mal, was sonst noch ist. Also, wir hatten Stefan Homburg, können wir streichen. Und wir hatten Bodo Schiffmann, können wir streichen. Wie gesagt, und der leitet das aus den Robert-Koch-Institut-Daten raus, von denen er ja behauptet, dass sie das Gegenteil von dem aussagen würden, was öffentlich verlautbart wird. Ja? Dann haben wir, ja, ich fasse noch einmal zusammen. Das Euromomo hingegen behauptet für Schweden eine kürzere, höhere Sterbespitze
Wobei allerdings Anfang 18 wahrscheinlich in der Summe viel mehr gestorben sein dürften. Die Spitze ist genauso schnell wieder gefallen wie hochgeschossen. Schwedens kurze Spitze unterscheidet sich nicht von Ländern mit Maßnahmen wie Frankreich und Italien. Deutschland hat die Spitze nicht, trotz gleicher Maßnahmen. Da scheinen andere Faktoren eine Rolle zu spielen. Wann holt Deutschland die Sterbenden nach? Deswegen dann auch wieder die interessante Frage, wie wird am Ende die Sterbestatistik von 2020 und 2021 aussehen, geteilt durch zwei? Wenn die Summe und das verglichen mit den Sterbezahlen der letzten Jahre und wenn das ungefähr alles gleich ist, dann hat man einen riesen volkswirtschaftlichen Schaden und alle möglichen Panikfolgeschäden in Gang gesetzt, eben für gar nichts. Ne? Also man hat gar nichts erreicht. Ja? Man hat leidenden Menschen ihr Leiden vielleicht ein paar Monate verlängert. Ja? So, dann schauen wir. Ja, es kann ja sein, dass es einfach so ist, wer zum Sterben ansteht, weil ja unser gesamter frei sozial-marktwirtschaftlicher Lebensstil aufgrund der freien Marktwirtschaft und sozialen Marktwirtschaft, deren Chefideologe ja damals Ludwig Erhard war und heute Dr. Rüdiger Krall ist, ja, diese sozusagen, vielleicht ist es jetzt einfach so, dass einfach unser gesamtes frei marktwirtschaftliches, sozial marktwirtschaftliches System einfach so schädlich ist, dass wir eben alle so früh zum Sterben anstehen, statt mit 127 schon so früh zum Sterben anstehen. Und wenn jemand zum Sterben ansteht, wird er halt vom Winter abgeräumt, egal durch was, ne? Da gibt es ja dann viele Spekulationen, Vitamin-D-Mangel im Winter, besondere Immunschwäche im Winter, schlechtere Ernährungssituation im Winter, Winterdepressionen und so weiter. Und dann kommen halt noch so, dann haben halt die Viren ein gut leichtes Spiel und dann werden die Menschen halt von den Winterinfektionen abgeräumt. Ne? Ja. Und bei KenFM, sozusagen beim Sender, ist wieder was gesendet worden mit dem Stichwort die Zerstörung des Sozialen. Ja, das muss ich gleich mal zeigen. Das ist aber so, das ist, liebe Leute, nichts Besonderes. Die Zerstörung des Sozialen ist das Wesen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, oder der freien Marktwirtschaft und der sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und man kann dabei sagen, auch dass Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie, die im Prinzip die soziale Marktwirtschaft mit all ihren Schattenseiten ja bestehen lassen wollen. Ne? Also sozusagen. Ja, schauen wir uns doch mal die Zerstörung des Sozialen an. Ja, also naturwissenschaftlich. Ja? Die meisten Leute haben einfach keine Ahnung von Evolutionsbiologie, Paläoanthropologie und so weiter und meinen trotzdem, sie könnten irgendwas über die Welt aussagen. Das ist schrecklich. Ne? Hier, vor, sagen wir mal, 400.000 bis vor 140.000 Jahren, als mit Garantie der Handel erfunden wurde, also das Kernelement des freien Marktes, da sozusagen kommt ein Händler und sagt, ja, es ist doch ganz toll, dass ihr so sozial lebt, dass ihr so sozial in euren Kommunen, so schön kommunistisch, sozial, sozialistisch, ursozialistisch lebt und so weiter. Und es ist doch so herrlich, wie ihr euch lieb habt und so weiter und so weiter. Ja, und
ja, die Leute kaufen ihm ein paar Sachen ab, aber mehr nicht. Und dieser hier, Zerstörung des Sozialen, der erzählt zwei Dinge. Er sagt, ach, ist das eklig und widerlich und unkeusch und ekelhaft und unsittlich, weil wie ihr euch da rumschleckt und rumschmust und so weiter. Und die Leute werden dadurch beeindruckt, werden verklemmt und das gesamte Sozialleben des Kommunenlebens wird zerstört. Aber er verkauft mehr, weil die Leute jetzt einen Glückshormonmangel aufweisen, der Glückshormonspiegel nimmt ab und sie sind bereit, konsumsüchtiger zu werden und generell süchtiger zu werden gegenüber allem, ja, was man so halt so kaufen kann, ne? Und das ist die Zerstörung des Sozialen von Anfang an. Die läuft schon seit 400.000 Jahren also mindestens seit 140.000 Jahren läuft die. Ja? Das ist das Wesen der sozialen Marktwirtschaft, der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall noch viel mehr, denn das war hier ja freier Markt. Ja? Da gab es ja noch nicht mal irgendwelche Bremsen. Das ist der freie Markt, das Dr. Markus Krall, ja. Und dann die zweite Botschaft ist zum Beispiel hier, dass der hier halt erzählt, der hat eine Geschichte falsch verstanden. Zum Beispiel hier, der erzählt die Geschichte, der hat keine Sprachprobleme, der erzählt die Geschichte richtig. Nämlich, ja, eine Kommune hat die andere besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Ja? Und der erzählt ja, er hat Sprachprobleme und erzählt einfach nur falsch, glaubt aber diese Irrtumsgeschichte auch. Nämlich, ja, eine Kommune hat die andere nachts heimgesucht statt besucht, heimgesucht und das war ein ganzes Blutbad und eine hat die andere totgeschlagen und natürlich setzt er die ganzen Kommunen, die er besucht, in Angst, die kaufen ihm alle seine Steinäxte ab und denken zum ersten Mal darüber nach, nach Jahrtausenden des Pazifismus vor 400.000 Jahren, ja, zum ersten Mal denken sie wieder darüber nach, andere Kommunen zu töten, um selber nicht getötet werden zu können. Und schon ist der Virus des Geistes, der Kriegsvirus des Geistes, wieder zum ersten Mal wieder neu in der Evolution geschaffen worden durch den freien Markt, ja. Und durch die gewinnbringenden Irrtümer. Und diese Art von Händler kann natürlich viel mehr Kinder ernähren, hier zwei, dann hier drei und so weiter. Und dann entsteht eine Großfamilie der Händler, die alle von diesen gewinnbringenden Irrtümern, die sie ausbreiten über ihre Werbepartner und Werbefirmen und so weiter, darstreuen sie ihre gewinnbringenden Irrtümer in die ganze Welt aus im Sinne einer Massenmanipulation, ja. So, dann haben wir jetzt das auch erledigt. Also liebe KenFM-Sender, die Zerstörung des Sozialen ist doch nichts Neues. Es ist doch nur so, dass jetzt die soziale Marktwirtschaft einfach nochmal kräftiger zuschlägt beim Thema Zerstörung des Sozialen. Ja, das ist einfach nur, das ist aber der normale Evolutionsprozess, die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft muss das Sozialleben notwendig zerstören, denn das stört beim Konsum. Die Leute sollen jetzt konsumieren, Amazon freut sich und alle bestellen bei Amazon wie verrückt und kaufen und konsumieren und so weiter. Und die Leute sollen jetzt sozusagen Antidepressiva konsumieren, viele werden ja jetzt angeblich depressiv und so weiter. Und dann Stefan Lanka, Dr. Stefan Lanka, ein Arzt, der also das Virenkonzept in Frage stellt, der natürlich sehr verteufelt wird im Zusammenhang mit der germanischen Medizin, Dr. Hamer, dessen Texte ich auch wirklich sehr inkompetent fand, schon von der Rechtschreibung voll von Fehlern, von vorne bis hinten. Aber ist es eben schon so, dass er schon richtig andeutet, die Körper,
Also, oder dazu kann man sich trotzdem Gedanken machen, auch wenn er sich vielleicht irrt. Das ist so wie bei Dr. Med Rüdiger Dahlke, ja. Also er hat sicher, der hat auch so einen Eso-Spiro-Touch sozusagen, den man natürlich bei ihm nicht ernst nehmen sollte. Genauso hat dieser Dr. Stefan Lanka eben auch diesen Dr. Hammer-Touch, den man nicht überstrapazieren sollte, auch wenn das schon immerhin mal eine kritische Perspektive beinhaltet. Aber erstmal, bevor ich mich nochmal damit auseinandersetze, meine Gedanken, also nochmal, wir müssen uns klar sein, jede Impfung ist eine Körperverletzung. Anstatt die Gifte, also anstatt die frei marktwirtschaftliche beziehungsweise sozialmarktwirtschaftliche oder kapitalistische giftige Nahrung, die giftige Medizin und den giftigen Lebensstil für uns zu beenden, führen wir jetzt plötzlich massenhafte Körperverletzungen ein oder wollen das, also diese Massenimpfung, alle Menschen der Erde zu pieksen sozusagen, das ist nichts anderes als eine massenhafte Körperverletzung. Ja? Und anstatt also mal die Schädigungen wegzunehmen, die giftige Nahrung, was ja die Next Scientists for Future.de mit ihrer Wohlfühlstimme machen wollen, nämlich die giftige Nahrung ein für alle Mal beenden, die giftige Medizin ersetzen durch eine gesundheitsförderliche Medizin und den giftigen, krankmachenden Lebensstil zu beenden, wie die Next Scientists for Future.de, führen wir massenhafte Körperverletzungen ein. Wir machen also verfügen zu den einen Körperverletzungen andere dazu. Ja, das ist also das ist das, was ganz normal in der sozialen Marktwirtschaft, in der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und in dem Kapitalismus generell passieren muss. Es geht nicht anders. Jetzt haben wir also hier nur noch den Text hier. Nur also noch einmal, das Problem ist, dass gegen Lanka halt massive Hetze vorliegt als Verschwörungstheoretiker, Dr. Hammer-Sympathisant und Impfgegner. Er ist sozusagen verbrannt. Gut ist, dass er die Medizin als Irrtumswelt erkennt, dass er diese gewinnbringenden Irrtümer, die ja in allen Teilen der Gesellschaft so auftauchen, wie ich sie vorhin für den Handel gezeigt habe, ne? Denn die Medizin ist auch nichts anderes als ein Handel mit Gesundheitsdienstleistungen und Gesundheitsprodukten, vermeintlichen Gesundheitsprodukten. Ja? Das ist auch nur ein Handel und deswegen gelten alle immer die gleichen Naturgesetze auch für die Evolution der Medizin. Ja? Und das Gute an ihm ist also, dass er die Medizin eben auch wie den Handel als Irrtumswelt erkennt, ja. In der letzten Tagesschau habe ich ja geschildert, wie Arte berichtet hat, wie der Handel wirklich glaubt, dass seine giftige Nahrung wirklich gesund sei für die Menschen, seine Zuckergifte und all das andere, ne? Und er hat eben das unwissenschaftliche Arbeiten der Medizin richtig erkannt. Ja, das ist ja auch schon, das haben wir jetzt ja auch, die Professor Homburg und so weiter, die haben ja auch das statistisch unwissenschaftliche Arbeiten der Medizin nochmal aufgedeckt. Das war mir schon im Studium, war mir das aufgefallen, dass ich keine einzige wissenschaftliche Arbeit der Mediziner ernst nehmen konnte, weil die gar keine Ahnung davon hatten, wie man wissenschaftlich arbeitet, ne? Abgesehen davon, dass ja keiner nachprüfen kann, ob sie nicht die Daten alle selbst gefälscht haben. Ne? Das kann man ja sowieso nicht nachprüfen. Ne? Das kann nur, könnten wir nur, ja, das könnten nur wenn wir die Konzepte der Next Scientist for Future.de übernehmen. Ja? Ja, eben typisch für ein Geschäft im Gegensatz zu echter Wissenschaft. Viele Wissenschaftler sagen ja, die Medizin war nie eine Wissenschaft, weil sie ist ja von vornherein ein Geschäft, also ein kommerzielles System und deswegen natürlich nicht auf Wahrheit orientiert, sondern auf Manipulation zu Käufen, also auf Manipulation der Kunden zu Käufen ihrer Produkte hin orientiert. Und das kann natürlich niemals eine Wissenschaft sein. Ja? Und dasselbe ist auch in der Psychologie. Wir haben den Naturwissenschaften, Teil der Psychologie und dann haben wir den Verkaufsförderungsteil, die sogenannte klinische Psychologie, wo es natürlich auch wieder um Manipulation geht. Ne? Ich darf das sagen, weil ich selber jahrelang in diesem Bereich gearbeitet habe, bis ich begriffen habe, dass es alles nur ein Geschäft auf Kosten der Bevölkerung ist. Ne?
Für die Naturwissenschaft ist nur eine Frage wirklich interessant. Der Komplex Mensch besteht aus Milliarden winzigen Tierchen, dem sogenannten Mikrobiom. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, ne? Die für unser Auge unsichtbar sind. Warum sind sie denn für unser Auge unsichtbar? Weil sie für uns völlig unwichtig sind. Ja, die Evolution stattet einen Organismus immer mit Sensoriken aus, die für sein Leben eine Rolle spielen. Aber dieser ganze Film an Organismen, der auf uns und in uns und überall lebt, der ist völlig unwichtig. Mit dem sind wir normalerweise völlig in der Harmonie. Lebt der Mensch einen kerngesunden Lebensstil und ernährt sich 100% natürlich, können ihm alle Mitlebenden völlig egal sein. Natürlich muss es natürlich heißen. Und ernährt er sich 100%ig so, dass es mit seinem genetisch gewachsenen Stoffwechsel und seiner DNS-Stoffwechselausstattung sozusagen übereinstimmt, so müssen wir genauer sagen, können ihm alle Mitlebenden völlig egal sein. Bakterien, Viren, Milben und so weiter, die wir ja alle massenhaft kiloweise im Körper haben. Das alles lebt in einem stabilen Gleichgewicht. Ausnahme ist natürlich immer, dass ein paar kleine Kinder und unter so unhygienischen Verhältnissen, wie man sie so also von den Peststätten kennt ich denke so Begriffe wie Diphtherie und so weiter und alles so Tote, da waren die Ernährungssituationen noch katastrophaler als heute und es waren die hygienischen Verhältnisse noch katastrophaler als heute. Und da starben natürlich besonders viele Kinder, weil auch die mit einem mittelstarken Immunsystem dann auch dran waren, sozusagen. Aber auch bei den besten hygienischen Verhältnissen und der besten Ernährungssituation gibt es immer, viele haben nicht begriffen, dass sozusagen eine Zygote, also eine befruchtete Eizelle, ein Lotteriespiel ist. Es kann sein, dass dieses Lebewesen funktionsfähig ist, sondern diese Genkombination und diese darin enthaltenen Mutationen, weil die meisten Mutationen sind sowieso schädlich und so weiter, dass also dann viele ja schon ganz früh abgehen und manche sterben dann eben, weil sie genetisch zu schwache Immunsysteme haben, also gar nicht fürs Leben geeignet sind, sterben die dann halt innerhalb der ersten Lebensjahre und das ist auch nicht schlimm, weil diese Kinder haben noch keine Geschichte, noch keine ausgeprägte Persönlichkeit und das müssen wir müssen einfach mal wieder akzeptieren, dass wir aus DNS sind und die DNS bringt halt Kinder zur Welt, die gar nicht lebensfähig sind. Ne? Und das müssen wir einfach wieder ganz natürlich akzeptieren, wie früher die Leute, wenn sie 10 Kinder bekommen haben, dann haben sie einfach akzeptiert, dass davon 7 gestorben sind, ohne sie daraus ein Riesendrama zu machen. Ne? Also waren halt meistens dann wohl froh, dass wenigstens 3 durchgekommen sind. Ja. Und das ist nun mal, wir sind nun mal aus DNS gemacht und DNS ist kein Ponyhof. Ne? Da geht's, das ist kein Paradies für alle, wo dann also wie bei den Zeugen Jehovas die Löwen neben den Schafen friedlich liegen und so weiter. Ja? Ohne dass der Löwe mal die Idee bekommt, das Schaf zu fressen. Ne? Also ein paar kleine Kinder, negative Mutanten sterben, wie von der Evolution vorgesehen. Nicht jedes Kind hat in der Lotterie des Lebendigen ein Genom mitbekommen, das lebenstauglich ist. Ja, das müssen wir wieder lernen zu akzeptieren. Das Problem ist unser widernatürlicher Lebens- und Ernährungsstil und die toxische Medizin. Ein Arzt hat vorgestern gesagt, in einer der früheren Sendungen habe ich den zitiert, namentlich auch, hat gesagt, eine Antibiotikagabe kann das Immunsystem auf Jahre hinaus geschwächt hinterlassen. Ja, also von daher, ich glaube, das wäre es. Also mit Herrn Lanker würde ich aber trotzdem gerne diskutieren. Wäre ja immer interessant, wie so jemand, der mit dieser germanischen Medizin und im Hammer da so ein bisschen zu tun hat,
wo es da Berührungspunkte gibt und wo dann eben die Naturwissenschaft doch sagt, nee, also das ist uns doch sehr zu spinnert, ne, in gewisser Hinsicht, ne? Ja, also so viel zu dieser Ausgabe der Wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bitte wieder in die Kommentare sachliche Fragen mit Siezen und sachliche potenzielle Einwände. Aber eben, wie gesagt, versuchen Sie erst einmal die 400 anderen Videos und die 4 Homepages zu studieren, denn da werden eigentlich alle Fragen beantwortet. Gell? Tschüssi.